Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Arboreon. Ja, wir waren letztes Mal hier unterwegs und haben geguckt, ob wir hier irgendwelche Aufträge an Land ziehen. Wir wollten für diese hier 150, was waren es noch? Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal gerade rein, dann wissen wir es. Halbleiter haben. Halbleiter, wir hatten eine Leiterfabrik auf der Karte, also werden das die wahrscheinlich sein. Es ist nur die Frage, wenn wir auf die Karte gucken, dann war das ja hier oben, da glaube. Da gibt es eine Leiterfabrik, aber die ist ja wohl ziemlich weit weg und ich glaube, das ist jetzt das Ding, wo ich sagen würde, schaffen wir das? Ich glaube, 30 Minuten war das Ziel. Hier runter zu kommen in 30 Minuten, ich bezweifle das ein bisschen. Wir müssten jetzt da hochfliegen und auf die Uhr gucken, ob das so ist, ne? Gut. Des Weiteren war mir aufgefallen, dass ich letztes Mal hier geguckt habe. Da war eine Metallfabrik. Ich glaube, das ist die. Genau, aber hier war noch eine. Ich weiß gar nicht, ob ich die angeklickt hatte. Das war der Frachter daneben. Essensfabrik ist da nämlich noch. Und dann können wir da nochmal reingucken. 100 Mais brauchen die. Alles klar. Da wäre jetzt eine... Einen Bauernhof gefragt sozusagen. 100 Mais brauchen die. 100 Mais, 150 Halbleiter. Und wir müssten jetzt zum... Karte nochmal auf. Nordosttor wahrscheinlich. Oder sind wir da nur lang geflogen und... Also wir können definitiv hier hinfliegen dann, ne? Oder? Ist da ein Sprungtor? Ne, es gibt ja ein Sprungtor hier gerade. Wir brauchen einen... West-Südwest, das wäre also verkehrt. Da hinten ist noch ein Tor. Das Nord-Nord-Ost-Tor, das brauchen wir. Und da müssen wir wahrscheinlich durchfliegen. Ja, wir müssten, könnten jetzt einfach überlegen, ob wir da nicht was mitnehmen, ne? Wir kommen, glaube ich, vor dem Tor da oben noch an der Eisen- oder Metall- Hütte vorbei, ne, oder? Metallplattenfabrik. Ne, nix MF. Güter handeln. Die haben Metallplatten. Wenn wir da 150 von kaufen, ne? Aber es gibt nur 48, alles klar. Ich kaufe die trotzdem, geht nicht. Du musst zum Handeln an. Na klar. Gut. Wir fliegen dahin und machen das. Handeln wir. Nehmen wir mit, würde ich sagen, ne? So, 3, 2, 1, meins. Docken wir da unten an. So. Einmal da dran. Also die brauchen 100 Stahl. Warte mal. Stahl? Achso, Metallplattenfabrik, okay. Militär, Schiffswerft. Nö, da war das nicht. Da suchen wir uns jetzt auch wieder den Wolf, ne? Wir haben noch Metallfabriken irgendwo gehabt, ne? Edelmetallfabriken, da. Vielleicht ist auch Stahl bei, weiß ich nicht. Müsste man da vorbeigucken, ne? Okay, aber wir müssen hier erstmal was einkaufen. Und das sind die 48 Platten, die wir da kaufen. Produzieren die jetzt nach? Ne, die können nicht nachproduzieren wahrscheinlich, weil, ne? Denen fehlt jetzt der Rohstoff. Stahl und Silber wollen die haben. Können wir nicht nochmal. Ach, es gehen nicht mehr Metallplatten rein, alles klar. Ja, dann. Auf zum Tor, ich kann jetzt nicht da
Das war doch das Nord-Nordwest-Tor, Nord-Nordost-Tor, naja. Jetzt müsste man nur wissen, wo die Zeit hier läuft, ne? Hier irgendwo Zeit, Time. Sehe ich nicht. Fehlermelden, nö. Tutorial, nö. Baumodus. Sieht man im Baumodus irgendwo eine Zeit laufen? Nö. E-Mails. Nö. Karte. Nö. Ist auch klar. Oder Karte? Ja, Karte? Nö. Füge hinzu. Nö. Schiff was weiter. Galaktische Zeit oder irgendwo sowas muss doch sein, oder? Okay. Was ist das hier? Da muss wohl was neu gekommen sein, Update oder sowas. Ich erkenne dieses hier nicht. Was das sein soll. Interessant auf jeden Fall, ne? Gut. Irgendwie sehe ich nirgendwo die Zeit sich drehen. Das war jetzt das Schiffsmenü, ne? Spielermenü? Spielmenü. Dann könnte es nur noch hier sein, dass da eine Zeit ist, oder? In 129 Minuten muss ich die bezahlen? Automatische Bezahlung, Crewbezahlung, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Diplomatie, okay. Keine Ahnung. Ist jetzt das Baumenü hier oder was? Ja, raus da. Wir stehen jetzt direkt vorm Tor, ne? Genau. Oder sind wir schon durchgeflogen? Wir sind schon durchgeflogen. Das heißt, wir brauchen jetzt ein neues Tor. Und das ist das Nordwesttor. Ich glaube, da müssen wir hin. Was ist das? Das ist der Handelsposten, okay. Handelsposten? Was haben die denn so? Können wir mit F gucken, ne? Schwarzes Brett. Die haben schon mal keine Aufgabe. Güter kaufen, verkaufen. Jetzt haben wir Platten, Stahlplatten nochmal geladen, aber ja, steht komischerweise gar nicht drin, ne? Okay, dann geht das wahrscheinlich nicht. Das ist ein okay, mobiler Laden. Handelsposten. Ressourcendepot. Ja, nützt nix. Zack, Nordwesttor. Karte, Nordwesttor wäre richtig. Fliegen wir an und dann passt es. Einmal ordentlich Schub dahin. Und dadurch. Und ist das ein Nordosttor? West-Südwesttor, ne, das ist dann nicht das Richtige. Wir brauchen ein Nordwesttor. Das muss ja dann das sein. Ne, das ist ein Nordosttor. Dann muss das hinter uns irgendwo liegen. Eigentlich. Nee, Nordosttor ist ja richtig, Quatsch. Ja.
also da auch noch hin. Hier war, glaube ich, nichts, ne? Nur eine Kreuzung sozusagen. So, jetzt geht unser Tor lang, unser Tor, sage ich schon, unser Antrieb langsam in die Knie. Was ist das da? Dingens, Bauteile, Modul, Laden, Ausrüstungsdock. Gott. Reparaturdock. Hier oben? Ist das ein Alarm oder was? Militärstation. Kann man da was? Vernichte Piraten. Okay, das kann man ja jederzeit annehmen, wa? Und die brauchen Arzneiwaren. Ist da was Spezielles? Okay, da müsste man da hinfliegen und das, ne, das sind natürlich easygoing momentan für uns die, ne? Solarzellen. Schwarzes Brett, 150 Gold möchten die haben. Ah, das ist die Edelmetallhütte dann, ne? Lass mal nochmal gucken, was gibt's da für ein Dingens? 200.000 Belohnung. Die Edelmetalle waren noch ganz in der Nähe jetzt hier, oder? Ah ne, die waren hier oben, ne? Da. Das ist aber zu schaffen, oder? Wie viel Zeit haben wir für den Auftrag? Minuten, 150 Gold. Kriegen wir wahrscheinlich nicht rein, weil wir jetzt die Dingens haben, aber das wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. Ja, gut. Wir brauchen ein Nord-Nord-West-Tor jetzt erstmal. Wir fliegen weiter. Ost-Nord-Ost. Dann muss ja eigentlich das Nord-Nord-West-Tor sein. Ist es auch. Und dann dahin. Unser Schiff haben wir gar nicht in den Vordergrund geholt diesmal. Ist das unsymmetrisch? Nee, das sieht nur so aus wegen der Textur auf dem Steuerdüsen. Gut. So, was haben wir hier? Ein Handelsposten. Was ist das? Reparaturdock. Da oben ist irgendwie noch eine Werft. Ne, Ressourcendepot. Und das ist ein Handelsposten. Was ist das für ein Tor? Nordosttor. Gucken. Nordosttor ist richtig, da müssen wir hin. Zuck. Ja, die Zeit weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß nicht, ob die Zeit auch echt zeitmäßig läuft, dann kriegen wir das vielleicht hin, aber... schwierig. Beziehungsweise wäre ja bei der Halbleitergeschichte da egal, ne? Einfach aus dem Grunde, weil wir ja erst hinfliegen und dann den Auftrag annehmen würden, wenn wir es dann mit haben, ne? So, hier geht richtig was, oder? Nee. Jetzt brauchen wir wieder ein neues Tor. Ein Ost-Nord-Ost-Tor kann nicht richtig sein. Da ist noch... nee, das ist das, wo wir herkommen. Wo ist denn noch ein Tor da? Ein Nordwesttor, ne, das war doch richtig, ne? Ja. Auf geht's. Oh, wir haben keinen Antrieb mehr. Das ist nämlich auch ein Problem, dass wenn wir da springen wollen, dass wir da Power für haben, dass wir springen können, ne? Jetzt ist die Frage, warum ist das mit mal runter? Eben war es doch ganz voll. Jetzt geht's wieder, ne? Aber der Balken ist da unten halt bald leer, ne? So, frühzeitig anhalten, passt. Leertaste wieder, Karte, nochmal Nord-Nordwest. Müsste eigentlich das sein. Ist es auch. Er regeneriert sich jetzt gerade wieder da unten. Ich weiß nicht, wie viele Balken da sein müssen, dass der Antrieb geht. Ich glaube so jetzt, ne?
Ja, da ist das wohl, dass es dann wieder geht. So, lass mal gerade hier noch checken. Solarkraftwerk, drück mal F. Was haben die für einen Auftrag? Keinen. Gut. Und was können wir da Güter kriegen? Energiezellen, die haben wir schon mal gekauft, ne? Ja. So, jetzt das Tor weg. Wo ist das Tor? Da. Nord-Nordwest-Tor passt noch. Na, jetzt geht der Antrieb. Ja. Schönes blaues Tor. So, jetzt müssten wir da oben an dem Punkt sein, oder? Leertaste drücken, haben wir gemacht. Nord-Nord-West-Tor suchen wir jetzt. Da wird gerade geschossen. Aber ich nehme nur das Nord-Nord-West-Tor. Ich brauche jetzt keinen Kampf. Gut, los geht's. Von mich stoßen wir jetzt nicht gerade auf so einen Asteroiden, aber sieht die Fahrt gut aus, oder? Da schießen sie, man hört's. Da ist das Tor. Und unser Akku ist gleich leer. Zack. Kein Power mehr gehabt. Aber manchmal braucht man lange, dass er die Karte lädt, ne? So, nochmal Nord-Nordwest. Wahrscheinlich direkt vor uns. Genau so ist es. Und kein Dingensantrieb. Was können wir gerade mal gucken hier, was die da so an Energiegeneratoren gibt es da? Auftrag. Die müssen wir irgendwo hinbringen. Das sind ja halt gute Ziele, ne? Die Belohnungen sind dafür schlecht. Ist jetzt nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle, ne? Ja, das lass mal gut sein. Das ist das Nord-Nordwest-Tor und das können wir jetzt auch anfliegen. Also mit irgendwo hinbringen, da sind die einfache Mission im Endeffekt, weil du musst nicht erst noch was besorgen, um das abzuliefern. Du musst nur dann dahin. Aber wo das Ziel ist, weißt du natürlich auch schlecht, ne? Und da ist der Antrieb leer. Ich glaube, wir müssen dann einmal komplett in Bewegung sein lassen, damit er wieder aufbaut, ne? Kann das sein? Ja, sehe ich jetzt nicht wirklich. Der ist auf jeden Fall leer. Irgendwo war eine Meldung, die ich jetzt auch nicht sehe. Naja, wir tauchen in das blaue Tor erstmal ein. Gut. Karte jetzt ins Südwesttor. Das Tor da hinten ist rot, ne? Das ist eine neutrale Zone hier. Okay, dann gucken wir da mal rein. Okay. Kann ich jetzt aber nicht irgendwo raus erkennen, dass es eine neutrale Zone ist. Da ist noch ein Tor. Nordosttor, war das das Nordosttor? Nein. Wo ein Südwesttor? Dann muss es das sein. West, Südwest. Kommt hin. Die roten Tore fliegt man wohl besser nicht rein, weil da Hauerei ist oder so. Gut. So, da kommen wir an. Jetzt müssen wir nochmal nach Norden irgendwie. Nord-West-Nord-Tor wird gesucht. West-Nord-West, okay. Dann nehmen wir auch das. Und das war doch da, ne, oder? Ja, da müssen wir noch hin, ne? Ja, Leiterfabrik. Passt dann schon. Und dann sind wir bei der Leiterfabrik und da können wir gucken, ob wir
das kriegen, was wir brauchen, ne? Gut, drinnen sind wir. Jetzt ist das hier schon Plasmazellenfabrik. Jetzt mal gucken, was die brauchen. Nix, erstmal so. Und Güterhandeln. Plasmazellen gibt's da. Oh, toll, die wollen Stahl. Haben wir doch. Von dieser Ware besitzt du nichts. Ich hab die nicht gekauft, oder was? Schade, oder? Ach, ich hätte das da hinten bezahlen müssen wahrscheinlich. Dann hat sich das dann doch erledigt mit diesem Anzeige hier, ne? Spielermenü war das? Nee. Wo war denn das jetzt? Ja. Wie das geht, weiß ich dann auch nicht, ne? Muss ich das noch bezahlen? Hatte ich das Geld nicht dafür? Kann das das sein? Ich weiß es nicht. Also das bleibt noch ein Geheimnis dann. Automatisch bezahlen. Lassen wir mal so, wie es ist. Okay. Den haben wir da, Fusionskernkraftwerk. Da oben wird dann wahrscheinlich die... Das ist eine Brauerei. Halbleiter, wo seid ihr? Noch weiter unten, da. Leiterfabrik. F. Was sagt das schwarze Brett? Da muss ich eine Anzahlung machen und dann muss ich das irgendwo hinliefern. Das will ich aber nicht. Güter handeln. Aber das sind Leiter und nicht Halbleiter. Auch interessant, ne? Also wieder spezifisch. Ja, das bringt uns da nichts. Es gibt dann auch noch Halbleiterfabrik. Cool. Wissen wir das auch? Ressourcendepot, schwarzes Brett, kein Auftrag. Gut, dann sind wir jetzt hier weit nach Norden geflogen für nichts und wieder nichts. Also das natürlich nicht, sondern wir entdecken ja wieder irgendwas Neues. Und ja, würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.